Yes. Emma's a lovely child. Yeah. Really good. Hallo, ich bin Emma, ich bin 15 Jahre alt. Ich bin gerade in den USA seit schon 3 Monaten und ich bin in Idaho, also genau in Idaho Falls. Und ich möchte euch heute einfach mal ein bisschen was über mein Double Placement erzählen, weil ich ein Double Placement habe. Und dann möchte ich euch jetzt einfach mal ein bisschen so die Vorteile, Nachteile erzählen, was ich vielleicht cool finde, was ich nicht so cool finde. Erstmal vorneweg, das ist meine Meinung. Es, glaube ich, gibt bei jedem verschiedene Ansichten. Weil zum Beispiel ich und mein Double Placement, wir harmonieren sehr gut zusammen. Aber es kann natürlich auch anders sein. Deshalb, nur weil es für mich gut ist, heißt es nicht, dass es für euch gut sein muss. Also ich persönlich bin so happy über mein Double Placement, weil es mir einfach voll viel geholfen hat. Es hat mir diese Erfahrung einfach so viel besser gemacht. Ich glaube, es war wirklich eines der besten Dinge, was mir hier passiert ist, in diesem ganzen Auslandsaufenthalt, dass ich ein Double Placement hatte. Weil es mir einfach super gut taugt und weil ich mit der Person selbst sehr gut zurechtkomme. Es macht einem viele Sachen leichter. Also fangen wir erstmal vielleicht an mit den Vorteilen, die bei mir sehr, sehr überwiegen. Also ich glaube, dieses Video wird wirklich zum großen Teil nur über Vorteile gehen, weil es für mich einfach nur Vorteile gibt. Ich zum Beispiel finde einen sehr, sehr großen Vorteil den ersten Schultag. Erster Schultag, Riesenthema für Austauschschüler. Ich, als ich hierher gekommen bin, also zumindest für viele, die ich kenne und sehr viele andere Erfahrungen, die ich halt gemacht habe, wirklich, erster Schultag ist eine der größten Ängste, die Austauschschüler überhaupt haben. Weil es natürlich, du gehst dahin, um auf eine andere Schule zu gehen. Natürlich, du willst die Erfahrungen machen. Aber dieser Schritt auf eine neue Schule, ich meine, überleg mal, in Deutschland würdest du auf eine neue Schule gehen. Es wäre aber trotzdem noch deine Sprache. Du würdest nur auf eine neue Schule gehen, das Schulsystem wäre trotzdem gleich. Du gehst auf eine Schule mit einem ganz anderen Schulsystem, mit ganz anderen Leuten. Nicht, dass es schwierig ist oder so, es ist einfach ganz fremd und neu. Und da einfach für dieses Gefühl, dass jemand mit mir, neben mir ist, der einfach genau das Gleiche gerade durchmacht wie ich, hat mir super geholfen. Es war einfach toll, dass ich sie dabei hatte und dass sie hat mir einfach die Angst genommen. Wir haben über alles geredet, wir haben super schnell einfach, wenn ich irgendjemand angesprochen habe und irgendwie Freunde gemacht habe, dann waren das auch quasi ihre Freunde. Egal, ob dann einer schüchtern ist und einer vielleicht, oder einer eher introvertiert und der andere extrovertiert, das ist egal dann, weil man ist zu zweit und man kann das einfach, man macht das alles zu zweit durch. Man hat nicht unbedingt alle Klassen zusammen, aber trotzdem hilft es einem so viel, wenn man einfach allein in diese Schule reingeht zusammen und man einfach weiß, da ist noch jemand anderes, der auch gerade dasselbe durchmacht und der vielleicht auch Schwierigkeiten hat. Und ich meine, ich würde euch raten, wenn ihr ein Double Placement habt, nehmt nicht alle Klassen, also wählt nicht alle Klassen mit dem zusammen, weil ihr wollt auch noch euer eigenes Leben leben, also ihr wollt auch noch eure eigenen Erfahrungen machen. Aber ein oder zwei Klassen zusammenzuwählen, spricht nichts dagegen. Ich zum Beispiel hatte im ersten Trimester eine Klasse mit meinem Double Placement, also mein Double Placement heißt Naya. Ich werde ihr euch auch nachher noch kurz vorstellen. Aber also ich hatte eine Klasse mit ihr zusammen. Das war super toll, das war meine Lieblingsklasse. Aber ich bin auch froh gewesen, dass ich nicht alle Klassen mit ihr zusammen hatte. Weil, wer weiß, vielleicht wäre das dann zu viel gewesen. Vielleicht wären wir dann gar nicht voneinander losgekommen. Also klammert euch nicht zu sehr daran. Seht es als eine gute Möglichkeit, Freunde zu finden. Aber klammert euch nicht zu sehr an euer Double Placement. Und ein anderer riesiger Vorteil für mich war einfach dadurch, dass wir Gastfamilie wechseln mussten, dass sie da einfach bei mir dabei war. Also ich hätte das, glaube ich, alleine nicht so geschafft, wie ich das gemacht habe. Deshalb war das ein riesen Vorteil für mich, dass sie da dabei war. Genau. Dann einfach, dass man noch eine Person hat, mit der man einfach, zum Beispiel ich und sie, wir sind die beste Freunde. Die ist dann das gleiche Alter wie du. Entweder das harmoniert halt oder es kann auch nicht harmonieren. Aber dann kannst du dir theoretisch auch aus dem Weg gehen. Also du musst ja nicht alles mit dem machen. Also ich zum Beispiel mache mit meinem Double Placement wirklich alles. Aber das ist einfach, weil wir uns super gut verstehen und weil wir wie Schwestern und beste Freundinnen zugleich sind. Das ist einfach super toll. Wenn man zum Beispiel mit Freunden sich trifft, dann heißt es nicht, dass man mit seinem Double Placement da hingehen muss. Man kann da auch alleine hingehen. Man kann aber auch sein Double Placement mitnehmen. Also das macht man halt einfach, wie man will. Aber da muss man sich jetzt nicht gezwungen fühlen, dass man alles mit dem Double Placement machen muss. Das ist noch so ein kleiner Rat. Genau, also ich zum Beispiel finde es super, dass wir 2 eigene Zimmer haben. Weil ich und mein Double Placement, wir verstehen uns zwar super gut, so ich und die Naya, wir verstehen uns super, super gut. Aber trotzdem glaube ich, wenn man sich nicht gut verstehen würde und man sich ein Zimmer teilen müsste, wäre es kompliziert. Und so, wir haben 2 Zimmer, aber wir teilen uns ein Zimmer. Also wir schlafen in einem Zimmer und haben das andere Zimmer so für Klamotten und Sachen, die wir da einfach aufbewahren. Also eher so ein Storage Room und das andere ist so unser Schlafzimmer. Genau, so machen wir das. Aber eben
wir haben die Möglichkeit dazu, trotzdem uns zu trennen, wenn es mal irgendwie nicht so gut sein konnte. Ist einfach noch wie so ein anderes Geschwisterchen. Das ist aber anders, weil du zum Beispiel einfach auch viel mehr erfährst. Wir leben in Europa und wir sehen hier den Unterschied zu Amerika, also zu USA oder halt dem Staat, wo wir drin leben, weil die Staaten unterscheiden sich ineinander auch so krass. Aber zum Beispiel, wir leben in Deutschland und sie lebt in Spanien. Und wir sehen trotzdem, also es ist noch mal mehr Kultur. Ich höre ihre Sprache, ich lerne quasi ein bisschen Spanisch noch dazu. Und ich sehe aber auch, was ihre Kultur so ist. Also das ist quasi noch mal mehr ein kultureller Austausch, weil du hast den Austausch zu USA, aber du hast auch noch mal den Austausch zu Spanien und lernst einfach noch so viel mehr Freunde kennen. Also ich bin auch schon Freundin mit ihren Freunden aus Spanien. Wir haben schon Trips geplant, dass ich nach Spanien komme, dass sie nach Deutschland mich besuchen kommen. Einfach so tolle Sachen, die du halt einfach hast, wenn du dann so eine Double Pass mit hast. Dass dir nochmal mehr irgendwie Kontakte über die ganze Welt gibt. Also ein Nachteil ist natürlich, ihr seid zu zweit in der Familie. Und du bist, wenn man zum Beispiel viel Aufmerksamkeit braucht, du teilst dir immer die Aufmerksamkeit noch mit einer anderen Person. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der wirklich viel Aufmerksamkeit für sich selbst braucht, dann ist vielleicht ein Double Placement ein bisschen, naja, was heißt schwierig für dich, aber dann ist es halt vielleicht ein bisschen, aber an sich ist es auch kein Problem. Es ist einfach nur, man hat immer ein bisschen so Angst, mit dem anderen verglichen zu werden. Das war zum Beispiel bei uns in der alten Gastfamilie so, dass die uns einfach nicht gleich behandelt haben. Die haben uns einfach anders behandelt in unserer alten Gastfamilie und das war auch ein Grund, warum wir gewechselt sind. Deshalb, das ist wichtig, aber da kann man auch mit der Gastfamilie drüber reden oder mit dem Double Placement drüber reden. Das gibt alles Lösungen dafür. Aber das ist so der einzige Nachteil, der mir jetzt einfällt. Und das ist nicht unbedingt ein Nachteil. Das ist einfach nur halt was manche Leute stören können. Also mich zum Beispiel stört das gar nicht, aber könnte halt ein Störfaktor sein. Okay, so, das ist Naya. Sie ist mein Double Placement. Ich stelle sie jetzt einfach mal ganz kurz vor. Sie kommt gerade vom Basketballtraining. Aber genau, ja. Yeah. She's Naya. Her name is Naya. She's from Spain. And yes, do you want to say anything? Hi. Yes. Am I so a lovely child? Yeah. Really good. Yeah, we love each other so much. Yes. And yeah, genau. Das war's jetzt eigentlich schon. Jetzt habt ihr sie gesehen. Und genau, das war's jetzt auch mit meinem Video. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie ein bisschen damit helfen, so rauszufinden, wie es mit einem Double Placement ist und euch so ein bisschen erzählen, wie das so für mich ist. Und genau, tschüss.